So, liebes Löwenrudel, es ist mal Zeit, dass wir wieder mit dem Zug unterwegs sind, und zwar mit einem Regionalexpress auf einer ganz neuen Strecke, nämlich der Brennitzer Linienstern. Das ist eine neue Payware-Strecke von SRD Raceim, gibt es aktuell bei Aerosoft für 27,11 €. Und das ist von den Machern auch, die das Köpnitzer Bergland gemacht hat, also komplett fiktiv, könnte irgendwo so in Deutschland sein. Und ein paar Infos zu der Strecke werde ich euch dann später gerade noch vorlesen. Wir fahren jetzt hier einen Regionalexpress, der ungefähr eine halbe Stunde dauert, denn da, wo wir eigentlich hinwollen, da hat es dann eine Oberleitungsstörung und dann bleiben wir da stehen. Und Fahrplan, BZB ist mir heute mal egal. Wir schauen uns mehr so die Strecke an, wie es detailliert ist, was alles so zu sehen gibt. Und ja, damit ihr auch so einen Eindruck habt, was euch das erwartet. Hier in Klosterheim fängt es auch schon mal an mit den Details. Ich finde es so ganz cool. Also hier ein Signal, was nicht mehr benutzt wird. Da sieht man noch die alten Gleise. Die gehen sogar noch hier nach hinten. Und das ist so cool gemacht. Da liegt zum Beispiel dann das Signal auf dem Boden, der ehemalige Übergang. Und da hinten geht es dann weiter. Da ist dann auch das Ende der Karte. Aber da sieht man auch noch so kleine Überreste. Hier steht auch noch ein Signal. Das sind coole Details. Da hat man so wirklich was zum Gucken, wenn man hier fährt. Und hier in der Stadt, da ist mir beim Test aufgefallen, da ist hier ein LKW. Und der hier ist da am Entladen und die kommen alle hier nicht raus. War es ein Park and Ride. Da ist Stellberg, das ehemalige. Da sind sogar Hebel drin. Cool. Vielleicht wird sie hier im Fiktiven ja noch genutzt. Da Bahnübergang. Und das Witzige bei dem Bahnübergang ist, ganz am Start des Szenarios war hier ein Pfeil. Und zwar Halt, Weiterfahrt nach Sicherung. Ich gehe mal davon aus, da hast du hier den Schlüssel eingeben müssen. Drückst drauf, Bahnübergang wird gesichert. Signal geht auf grün und dann darfst du losfahren. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal in unseren Zug rein. Bzw. ich mache die Pause weg und fahre dann mal los. Machen wir die Türen auf. Lichter. Fahrtrichtung in der Bremse angelegt. Okay, dann heißt jetzt warten. Schauen, ob die Türen noch aufgegangen sind. Ja, sehr gut. Zugzielanzeige. Machen wir mal Regionalexpress. Sehr gut. Steuerwagen und Lok kommt mit. Und jetzt wartet man auf die Abfahrt. Ich lese euch mal die Produktbeschreibung vor. Nachdem die Arbeiten an der Erweiterung vom Köpnitzer Bergland Reloaded abgeschlossen waren, konzentrierten sich die Entwickler Siegfried Derks und Roman Gloss voll und ganz auf die Fertigstellung des Add-ons Brennitzer Linienstern. Signaltechnisch wurde die neueste Version der Signalsysteme HV und KS des Signalteams in der aktuellsten Version sowie Formsignale vom RLB-Team integriert. Für die zuverlässige PCB sowie Geschwindigkeitsprüfabschnitte sorgt das Team von Virtual Railroads, Schienenbus und Train Team Berlin. Es sind überall, wo es nötig ist, 500, 1000 Hertz und 2000 Hertz Magnete verbaut worden. Geografisch irgendwo im Westdeutschen angesiedelt, haben die Entwickler in mehrjähriger Arbeit vor allem eins vermocht: eine Fantasiestrecke zu bauen, die mitten in der Realität zu sein scheint. Irgendwo hier in Deutschland. Das bringt mich jetzt gerade zu was. Mach mal kurz das Menü hier auf. Das ist die Streckenübersicht. Wir sind jetzt hier auf den oberen Zipfel. Und dann hat es hier noch einiges an Action. Hier geht es noch runter. Und ich glaube, wir fahren irgendwo bis hier hin. Also ich bin es noch gar nicht gefahren. Das ist ein First für mich. Und hier unten noch. Also sieht doch interessant aus. Gut, Menü wieder weg hier. Sehr gut. Der Bahnübergang ist noch nicht gesichert. Kommt es jetzt noch? Vielleicht müssen wir hier langsam anfahren. Ich probiere es mal. Vielleicht wird dann ein Skript getriggert. Wir warten mal ganz kurz, ansonsten werde ich losfahren. Du müsstest ja hier blinken. Hier passiert aber nichts. Okay, weiter im Text. Geografie, lassen Sie sich von dem Zauber der Nebenbahn beeindrucken.
bei der Fahrt über die 40 Kilometer lange Strecke von Brenditz Hauptbahnhof nach Klostenheim St. Ludwig erleben Sie Hochgeschwindigkeitsfahrten auf der ICE-Trasse von Brenditz nach Augustinustal über Liebe Allersberg. Fahrgäste, aufgrund einer Oberleitungsstörung auf der Linie RB12 fahren zwischen den Haltestellen Martinsheim und Lemswald Busse statt Bahnen. Mehr Infos an den betroffenen Haltestellen und unter bahn.de. Da ist jetzt mal die Ansage für die Störung. Ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter. Sonst werden wir jetzt mal drüber fahren. Nix, der ist nicht gesichert. Ah, jetzt. Ah, also irgendwas stimmt hier nicht. Gut, also wir düsen da jetzt. BOE successfully secured. Jetzt. Okay, jetzt blinkt's auch. Vielleicht hätte ich einfach nur hinfahren müssen. Aber die Schranken bleiben oben. Naja, gut. Ist, wie es ist. Okay. Durchleben Sie den Tunnel der Großstadt und fahren Sie eine S-Bahn mit einer Länge von ca. 40 km an. Kurzgedanken halten, bis Sie zum Ziel Klosterheim Plera ankommen. Erleben Sie auf elektrifizierten Hauptbahnen viele Herausforderungen, unbeschränkte Wegübergänge, funktionstechnische Bahnübergänge, an denen auch Störungen möglich sind, sowie Steigungs- und Geschwindigkeitswechsel werden Ihre volle Aufmerksamkeit fordern. Okay. So, dann schauen wir, dass wir hier mal auf Speed kommen. 90 dürfen wir. Teil vom Rollmaterial ist mit dabei die Baureihe 111, zweite und vierte Serie in Verkehrsrot. Dazu die Doppelstockwagen. Nächster Halt, Walderkirch. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die Doppelstockwagen DRBZ 756, 751, also zweite, erste Klasse. Und den Steuerwagen, in dem wir gerade sitzen. Was ist denn da links los? Ballonfest. Das ist ja schon das nächste, was man hier entdecken kann. Ich bin gespannt, warum wir jetzt hier die 60er gekriegt haben. Das Ballonfest würde ich mal an. Ach so, nee, das sind gerade am Aufsteigen. Cool. Details, das macht halt Spaß. Dann ist noch der ICE 1 mit dabei. Dann Schiebewandwagen Habins 292. Warum geht die Hupe nicht? Jetzt. Und da ist schon der nächste Abschnitt hier. Ich gehe mal ganz kurz raus. Das ist ein ehemaliger Bahnhof. Das ist, wird gerade vermutlich hier aufgelöst. Da geht auch eine Strecke weiter mit einem alten Signal. Hey, das ist so cool. Die Brücke, die schon demontiert worden ist. Gefällt mir. Ja, ein bisschen schneller können wir noch. Flachwagen mit Plane KIJLS 450, Knickkesselwagen ZAES, Gelenktaschenwagen 738, 739, Schwenkdachwagen und die Firma Train Team hat für dieses auch die Baureihe BR 152 als KI-Variante zur Verfügung gestellt. Insgesamt haben wir 180 Kilometer Strecke. Ca. 70 km elektrifizierte Hauptstrecke und Nebenbahn, 40 km S-Bahnlinie, 70 km Schnellfahrstrecke. Und ja. 18 Quickdrive-Szenarien, 6 normale Szenarien, glaube ich, sind es jetzt hier. Na, 8, Entschuldigung. Wir fahren hier das fünfte. Im steht so zwischen 70 und 80 Minuten lang. Und ja, das ist soweit mal die Fakten zum Add-on. Alderkirch, nächster Halt. Mein Mikrofon überhaupt aufgenommen? Ja. Bisschen spät zu checken, ob das Mikrofon überhaupt aufnimmt. Ach ja. Also bis Walderkirch bin ich gefahren im Test. Danach kenne ich es nicht mehr.
Ja, schönes Modell. Altbekannt. Da vorne ist auch schon die Station. Rein. Aber auch nicht zu langsam. Hätte ein bisschen schneller reinfahren können hier. Na komm, jetzt gebe ich noch ein bisschen Gas. Ah, und da ist auch schon der Gegenzug. Wunderbar. Lassen wir die Leute mal einsteigen und wir schauen uns mal wieder um. Oh. Da hat es einen Güterverlad gegeben. Steht sogar noch ein einzelner Waggon hier. Ich mache mal ganz kurz Pause. Ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen Fahrplan. Oh, das ist ruhiger. Ah, ich wünschte, es gibt so viel mehr. Das alte Stellwerk. Leider mittlerweile komplett dicht. Da die ehemalige Brücke, die abgesperrt worden ist. Und wo wärst du dann wieder zusammenkommen? Hier dann so. Vermutlich. Okay, dann hier in der Umgebung. Schönes kleines Dorf mit einer schönen Kirche. Dann, ihr habt gesehen, hier gibt es einen Anzeiger. Zeigt ja auch. Naja, der zeigt nur die Uhrzeit an. Hätte ja sein können. Ansonsten schön gemacht. Das kann man hier nicht Richtung. Richtung Ahlensberg. Okay, cool. Dann Pause wieder raus. Was ist denn das hier? Fertighaus. Okay, Firma für Fertighäuser hier. Gerade zum Mitnehmen. Hey, den LKW. Didn't you stop the train? Or were you late? Try to improve? Is it failed? Ach so, ja, wegen der Zeit vermutlich. Mal kurz gucken. Ja, mein Gott. Ist mir jetzt egal. Wäre schon noch schön gewesen. Machen wir vor weiter mit 60. Hier noch meine Tafel, dass ich noch schneller fahren darf. Ansonsten wird es eine gemütliche Fahrt. Halt für Verschubfahrten. Schauen wir uns mal hier ein bisschen die Landschaft an. Schönes Laufgeräusch. Nice. Mal kurz reingehen. Bei 60 bleiben wir. Ja. Ungefähr so. Kommt schon der nächste Bahnübergang. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ewig lang gedauert hat, das alles hier so zu bauen. Ich meine, Gleise sind noch schnell verlegt, aber das dann schön auszubauen. Wegmachen, Transport Fever. Also ich habe gestern die Episode 3 gemacht, wo ich hier King's Cross ausgebaut habe. Hui, da war ich ganzen Nachmittag damit beschäftigt. Im Video waren es dann, glaube ich, 10 Minuten, 17 Minuten, glaube ich, Speedbuild. Aber ja, da steckt ein bisschen Arbeit drin. Ich könnte immer noch mehr machen, bin ja nicht wirklich ganz fertig. Was ist da vorne los? Da raucht's. Was macht sie da? Okay. Müll anzünden. Sowas macht man nicht. Ferkel. Okay. Das ist auch ein First für mich, dass ich sowas mal sehe. Sowas am Bauernhof und ein eigenes Windrad.
So, und hier könntest du dann auch wieder fahren. Alter, wie viele Autos? Fahren die jetzt auch oder ist das statisch? Na? Oh, die fahren tatsächlich. Krass, dass es gerade so viele sind. Oh, ich bin zu schnell. Pfeifen! Zweimal. Sollte ich mal ein bisschen bremsen. Sollte schon wieder gut sein. Ah, ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. Wie gesagt, mir geht es mehr ums Gucken aktuell. Oh, ganz einsam hier. Hätte mir auch noch gefallen. Unglaublich viel Wald. Ich muss mal ganz kurz in die Pause gehen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Bitte entschuldigt den kleinen Unterbruch. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass ich heute am Samstag einen Bereitschaftsdienst in der Firma habe. Und da gab es jetzt gerade ein kleines Meeting. Oh, was ist denn da passiert? Baum umgefallen. Das nächste Ding, was wir hier sehen. Das ist sehr cool. Ach, die Geschichten neben der Strecke. Ja, jedenfalls, es kann passieren, dass ich noch mal kurz wecken muss, also eine Pause mache. Aber für euch ist es nur ein kleiner Schnitt. 60. Hätte man eigentlich eh schon die ganze Zeit. Ich fahre noch immer zu schnell. 100. Ja, ich fahre natürlich jetzt keine 100, wenn hier 60 angesagt ist. Ein bisschen beschleunigen noch. So, kleines Industriegebiet hier. Noch so eine Windmühle da hinten. Ach, und da ist ja noch viel mehr. Vier gleich. Modern in die Zukunft rein. Mit Windkraft. Hey, da ist eine Schienenanlage. Nächster Halt, Waldheim, St. Hubertus. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hab mich jetzt von alleine wieder ins Cockpit reingemacht. Okay. Und wieder rot. Vermutlich die nächste Begegnung da vorne. Graffiti-Freunde sind auch unterwegs. Schöne Landschaft. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich meine, Köblitzer Bergland ist ja auch schon eine schöne Strecke. Hey, das ist ja ein Zug. Da ist ein Zug. Moinsen. Bleibst aber stehen, oder? Ja. Das sieht spannend aus hier. Da werden wir uns dann gleich mal umsehen. Boah, was ist denn mit dir passiert? Du bist wohl zu lang. Oh, da darf man gar nicht reinfahren. Wieso nicht? Oberleitungsende nach links. Oh, die nächste. Jahrmarkt! Wo? Ach, da! Cool! Ah, nice! Ich will mich aufs Anhalten konzentrieren. Ah. Okay, Türen auf. Oh mein Gott, das muss ich mir jetzt angucken. Was haben wir hier? Ah, eine kleine Baustelle. Deswegen darf man hier nicht rein. Und was haben wir hier? Mehr Bauarbeiten. Ah, ich muss mal den Jahrmarkt angucken. Das ist so cool. St. Hubertus. Cool, cool, cool. Ich mache mal ganz kurz auf Pause. Damit ich noch irgendwie in der Zeit bin. Also hier ist ja gerade die Lok reingefahren, sprich das Tor geht hier auf und zu. Leider haben wir es nicht gesehen. Dann haben wir hier so... Was soll denn das sein?
Wertstoffhof? Irgendwie so. Der hier dann Sachen wegbringt. Okay, das war mal das hier. Und dann wollte ich mir den Wagen hier nochmal angucken, der hier leider ein bisschen traurig rumsteht. Ey, der ist immer ganz schön verschandelt worden. Aber so als Prop hier drin sieht's gut aus, muss ich schon sagen. Aber ich gehe mal davon aus, in der Welt kommt der vermutlich hier so schnell nicht mehr wieder weg. Hier vergessen. Und da ist die Nebenstrecke. Ah, und hier ging es auch mal seitlich weg. Vermutlich hier auf das Gleis da. Und was haben wir hier hinten? Schauen wir weiter, mich da nach hinten fahren lässt. Hier haben wir eine Holzindustrie. Bis da nach hinten. Da steht auch ein Grand College. Mit was auch immer hier gemacht wird. Und da hinten. Ah, da ist es dann zweigleisig. Ja, da ist schon ein bisschen was los hier in der Industrie. Da hat es noch eine Fabrik hier. Und der Gleisanschluss wird nicht mehr genutzt. Schade eigentlich. Mehr Güter auf die Schiene. Oh, warte mal. Das ist eine moderne Lampe. Wirklich modern hier angehaucht. Dann nutzt doch auch die Schiene. Schade, schade. Okay. Aber wirklich toll ausdetailliert hier. Gefällt mir. Nice. Und Oberleitung haben wir hier. Fallen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier war ja auch noch was gewesen. So hier rein in den Schuppen. Vielleicht eine Dampflok mal hier drin gewesen. Waldheim, St. Hubertus, alte Schilder. Diese Liebe zum Detail, das ist ja der Wahnsinn. Geil. Okay, ich glaube, wir können mal wieder endpausieren. Da hinten fährt auch recht selten mal was. Gemäß den Schienen hier. Und hier der Bahnübergang. Und hier ist erstmal die Party. Oh, grillen. Ich will auch. Okay. Schauen wir mal rein. Dürfen wir schon wieder fahren? Oh ja, wir dürfen fahren. So, nicht bummeln hier. Na? Jetzt. So, der Lee. Wie sind wir eigentlich zeittechnisch dran? Nur aus Interesse. Oh, wir sind sogar pünktlich gewesen. 16:59, der nächste Halt. Machen wir das. Ich bin echt begeistert von der Strecke. Gefällt mir. Also ich werde doch mal die anderen Szenarien spielen. Mal schauen, ob ich sie auch aufnehme. Aber ich bin wirklich begeistert. Das macht Laune. Gerade wenn man so viel entdecken kann. So, und es sind noch, ja Gott, 6 Kilometer. Ich würde so lachen, wenn ich deswegen einen Content Strike kriege. Halt für Verschubfahrten. Okay. Dann haben wir jetzt hier gleich mal 100. Oder das ist jetzt eine Pfeiftafel, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Mal. Es gibt noch allgemeine News zu TS 2022. Der wird, oder es kommt offiziell von Dovetail Games eine neue Version raus, wenn man so will. Das 22 kommt jetzt weg. Es ist jetzt einfach nur noch Train Simulator Classic. Kommt, die neue Version kostet dann 24,99 €. Sind drei Routen dabei, beziehungsweise die Route Extension. Wenn ihr die schon habt, dann ja, also. Für die meisten ist es ein kostenloses Upgrade. Also das Update, besser gesagt. Außer ihr wollt das Strecken-Upgrade haben, das kostet dann was. Das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass sie vielleicht bald einmal den Stecker ziehen werden bei Train Simulator. Ist auch klar, jetzt mit Train Sim World, dass das ihr Hauptding ist. Und ich hoffe, ich bin falsch. Es wäre wirklich schade, wenn dann der TS 2022 nach all den Jahren, weiß ich, 12 Jahren sind es jetzt, wo es schon gibt, dann irgendwie der Support aufhört und dass da nichts mehr kommt. Also Community Content kommt garantiert was, aber es wäre dann schade für System Updates und Optimierungen. Ich meine, sie werden das Rad nicht mal neu erfinden, das haben sie ja schon mit TSW gemacht, aber naja. Die Highlights grundsätzlich ist eigentlich die Streckenerweiterung bei Bahnstrecke Leipzig-Dresden.
da wird erweitert und zwar um 65 Kilometer, dann hat man dann insgesamt 120 Kilometer Streckenlänge. Und hier will ich jetzt nochmal gucken. Was haben wir hier? Da stehen einfach mal DB Cargo Güterwagen, die jetzt nichts gehen. Oh, schaut euch mal das an. Kohlerevier. Nice. Deswegen stehen die vermutlich da. Alles klar. Und hier auf der... Moment, also auf der anderen Seite. Ne, das ist einfach nur hier der Schutzberg. Okay, und hier ein Güterbahnhof. Ja, lass mal die Zeit mal wieder weiterlaufen. Coole Sache. Und hier die Förderbänder, die sich sogar bewegen. Krass, krass, krass. Aber das ist da hinten auch noch detailliert haben und ein bisschen modelliert. Da kommt unser Zug. Und da hinten? Da hinten ist der nächste. Cool. Alles klar. Autobahn. St. Ludwig, Schweig, Kortensheim. Bisschen laut hier. Gehen wir mal wieder hier rein. War es vermutlich mehr zweigleisig. War auch schon lange nicht mehr. Wir könnten wieder schneller fahren. Ja, also ich fahre nicht optimal, wie gesagt. Nächster Halt, Radwald. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Immer noch. Schön, dass die Szenarien hier gleich mit vertont sind, also mit Ansagen. Kann jetzt aber natürlich nicht sagen, ob das bei den anderen Szenarien auch so ist, aber ich gehe mal davon aus, wenn es das hier hat. Ansonsten gibt es ja noch den Area Enhancer. Ist ja jetzt kein Problem mehr. Was zum... Was war denn das jetzt? Sprengung? Okay. Kein Plan, was das jetzt gewesen ist. So, da vorne ist unser Bahnsteig. Sieht man auf alle Fälle noch die Führungen für die alten Signale. Komm nach! Ja, weiß nicht so recht, wo er hin will. Und auch hier werden wir uns dann gleich mal wieder umgucken. Hinter der Zeit, oder? Naja, eine Minute. Könnte schlimmer sein. Södele. Mal auch hier mal wieder umsehen, was hier so abgeht. Naja, wieder so Holzverarbeitung. Das scheint noch genutzt zu werden. Aber hier wird abgerissen. Wo vermutlich so eine, ja, so eine Abstellung hier. Die Laternen stehen noch da. Und da geht es dann, oder wäre es wieder Retourgang? Ein Teil davon. Da klingelt's. Und wieder Party hier hinten. Das ist aber eine Schule, oder? Ja, Schule. Naja. Oh, perfektes Timing. Rettung. Was
Klingt, als wenn es hier von rechts irgendwo herkommt. Komisch. Oh, ich bin... Ach, daher kommt das Ganze. Die machen hier Feuer. Und da ist die Polizei. Die hat andere Schienen gehabt. Ey, ich bin schwer beeindruckt. Es gefällt mir richtig gut. Das hört einfach nicht auf. Alle paar Kilometer irgendwas Cooles. Ja, würde mich dann auf alle Fälle mal interessieren, was ihr davon haltet. Von der Strecke, vielleicht seid ihr ja sogar schon selber gefahren. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare rein. Also ich würde sagen, das ist die beste Strecke so bisher, was ich seit langem mal gefahren bin. Allein schon vom Optischen und was so los ist. Yay, 100. Jetzt kann man mal Gas geben hier. 20 km/h schneller. Da stehen wir einen Haufen Autos hier. Leute, fahrt's mit der Bahn. Ist viel besser. Ja, ich glaube, ich werde im Anschluss dann gerade direkt mal die IC-Strecke vielleicht mal fahren. Wow. Da muss man echt langsam fahren, damit man hier wirklich alle Details hier sieht. Wie schaut's denn aus mit Cinematic Mode? Ah ja. Geschwindigkeit ist auch in Ordnung. Nicht zu schnell. Könnte vielleicht eine Stufe nach oben gehen. Was war das jetzt hier? Rest eines Bahnübergangs. Ja, also man merkt das Alter halt schon, aber sieht halt nach wie vor echt schön aus. Wow. Sieht man noch was, was dem alten Spiel noch alles machen kann. Von der Zugsimulation mal ganz davon abgesehen. Was macht er da? War der jetzt da gerade in der Luft? Weiß ich am Holzfällen. Also hier glaube ich, werden noch ein paar richtig schöne Szenarien kommen. Racing Day oder so. Oh, Bahnwärterhäuschen. Großes sogar. Oi, was ist da vorne? Wieder langsamer. Wieder mehr Försterbetrieb. Gerade mit der Oberleitung, hier die Enden. Cool. Nächster Halt, Martinsheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zur Weiterfahrt in Richtung Brennitz Hauptbahnhof steigen Sie bitte in den Schienenersatzverkehr um. Dieser Zug wendet und fährt zurück nach Klosterheim, St. Ludwig. Ja, ist dann schon vorbei, oder wie? Frag mich, ob sie den Schienenersatzverkehr auch nachgestellt haben. Aber ich traue es hinzu. Da ist wieder der Pfeil da. Man darf da halt nur drüber, wenn es gesichert ist. Aber ist er ja in dem Fall. Ich werde mal hier das Schild ein bisschen sehen. Automatik. Hä? Warum bist du auf Dauerbremse? Das wollte ich gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen zu langsam hier.
geradeaus, vermute ich mal. Rettungsende nach rechts. Das ist der Kollege, der gerade... Ah, der fährt vermutlich gerade retour. Da mal wieder so eine kleine Industrie. Und da hinten geht was ab. Da ist irgendwas am Rumleuchten. Auch und hier werden auch die Schienen weitergegangen. Oh, diese Details. Ja, und da ist der Schienenersatzverkehr. Okay, da wird gejubelt. Also so gut bin ich jetzt dann auch nicht gefahren. Oder ist es jetzt der Jubel, dass ich überhaupt angekommen bin? Ah, okay. Dann wären wir mal da. Schauen wir uns mal um. Also was hat der hinten das so... Oh, da könnte man auch reinfahren hier. Aber, na doch hier. Hä? Ist da was drin? Nee, aber hier drin ist diese Leuchte an. Ach so. Ja, cool. Ich klicke das jetzt nicht weg, weil sonst ist das Szenario zu Ende. Ey, coole Sache. Gefällt mir. Ja, also es wird hier natürlich noch weitergehen, aber das Szenario geht jetzt hier nicht weiter. Ich mache mal hier Pause. Ah, ich kann nicht Pause, wenn das Ding da ist. Hat mir sehr gut gefallen. Ich kann es nur empfehlen. Fahrt's mal selber. Und das ist das Ende vom Szenario und dieser Folge. Bis zum nächsten Mal hier vom Kanal. Und PS, kommt's auf den Discord. Würde mich freuen. Link in der Videobeschreibung. Bis dann.